Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute ein Testvideo für euch. Ich habe einige Neuheiten von Lookfantastic hier in meinem Körbchen, die ich mit euch ausprobieren möchte. Unter anderem die Real Flawless Weightless Foundation von Laura Mercier und einen neuen Primer von Iconic London. Dann habe ich hier von NYX den Sweet Love Lip Balm und so weiter. Also ich möchte ein bisschen was mit euch testen. Falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ja, ich habe richtig viele Neuheiten, auch hier von Laneige für die Lippen. Also ich habe sehr viel für die Lippen zum Pflegen, das können wir wahrscheinlich nicht alles testen, aber ich habe es mir mal mitbestellt. Ja, da gucken wir jetzt einfach mal Laura Mercier von NARS, diese neuen Lip Pencils, Moondust von Urban Decay als Lidschatten, da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich würde sagen, lasst uns einfach mal starten. Es ist wie immer in meinen Schminkvideos noch morgens früh. Also ich mache das im Moment ganz gern, dass ich ganz früh morgens aufstehe und dann mit euch hier eben diese Schminkvideos drehe. Weil ich muss mich eh fertig machen und dann, ja, verbinde ich das dann immer ganz gern. Ich würde sagen, lasst uns mal starten und zwar mit was für die Lippen. Ich habe hier einmal von Laneige die Sleeping Mask. Die wollte ich aber jetzt nicht öffnen. Das ist eine neue. Die habe ich mir bestellt, weil ich sie so toll fand. Die soll, glaube ich, nach Limonade duften. Und das ist so ein Swirl. So sieht das aus. Bekommt ihr jetzt auch bei Lookfantastic. Und ich habe aber noch was anderes von Laneige bestellt. Ich liebe ja diese Lippenmasken. Ich benutze die super gern. Ich habe die pinke momentan im Bad. Da ist auch nicht mehr allzu viel drin. Und ja, deshalb habe ich mir die hier dann bestellt. Und die duftet wirklich richtig, richtig gut. Ihr habt hier immer so einen kleinen Spatel mit dabei. So ein kleines Gummi, wie nennt sich das denn? So ein Gummispatel, da könnt ihr euch das dann mit rausnehmen. Ja, da bin ich gespannt drauf. Hier weiß man ja, die pflegen die Lippen tatsächlich sehr gut. Deshalb lasse ich den jetzt erstmal noch so, wie der ist. Was jetzt ein bisschen spannender ist, ist hier von Laneige dieser Lip Chloe Balm in der Sorte Gummibär. Da war ich sehr gespannt drauf. Den habe ich auch gestern Abend vorm Schlafengehen schon getestet. Den will ich euch aber trotzdem nochmal zeigen. Der kommt nämlich ganz praktisch in der Tube. Das hier ist ja immer so ein kleines bisschen unpraktisch, weil man immer entweder mit dem Finger oder mit dem Spatel sich das rausnehmen muss. Und das hier kann man sich jetzt einfach so mit einem Applikator auf die Lippen auftragen. Also ganz normal so ein Lippenapplikator ist das. Und der hat halt einfach so einen Gummibärchen-Geschmack. Den trage ich mir jetzt auch gerade mal auf. Der ist klasse, Leute. Den könnt ihr euch in die Handtasche tun. Das finde ich gut, weil unterwegs will ja keiner so einen Spatel auspacken und will sich das drauf machen, weil ich finde das auch für tagsüber sehr schön, weil das echt die Lippen mega krass pflegt, diese Laneige-Sachen. Richtig schön. Und das gibt halt auch so einen schönen Glow. Das ist wie, als hätte man so ein Lippenöl drauf, würde ich sagen. Also das finde ich echt gut. Dann habe ich mir aber noch, das habe ich jetzt auch noch nicht probiert, da habe ich nur mal dran gerochen, von NYX einmal dieses Sweet Lemon. Da gibt es ja auch schon den Honey Pot. Den habe ich auch zu Hause, liebe ich auch. Ist genauso gut wie das von Laneige. Und das gibt es jetzt einfach in Sweet Lemon, Leute. Das hat mich so angesprochen. Ich liebe ja Zitronenduft. Das riecht so mega. Das riecht wie ein Zitroneneis. Oder wie Zitronenbuttermilch, ich weiß es nicht, das riecht richtig, richtig gut und ja, sieht einmal so aus. Habe ich jetzt noch nichts von genommen. Ich nehme mir mal so ein bisschen was raus und gebe mir das mal hier auf die Hand, einfach um zu gucken. Ja, also der ist von der Konsistenz genauso wie der Honig, falls ihr den kennt. Riecht fantastisch, ich glaube, der macht wirklich gute Laune. Den gibt es auch als Lippenbalsam für die Handtasche, also auch in so einer Stickform. Oh Leute, das finde ich so klasse und deshalb, ich habe mir das mal mitbestellt, aber das trage ich mir jetzt nicht auf, ich habe ja das andere drauf. Jetzt kommen wir aber mal zum Make-up. Also ich habe hier von Iconic London den Velvet Smooth Pore Refining Primer mir einmal bestellt. Der ist ganz neu und den fand ich sehr spannend. Die Produkte von Iconic London sind nämlich sehr gut. Ich fand auch hier das Packaging sehr schön. Guck mal, wie das aussieht. Also Pflege habe ich schon drauf. Ich habe momentan einen übelsten Pickelausbruch hier unten. Das liegt wahrscheinlich am Chlor im Moment wegen Schwimmbad. Nervt mich tatsächlich sehr. Ich habe jetzt meine Current Body Maske im Moment. Die mache ich wieder und dann wird das auch wieder ein bisschen besser. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, der Primer kommt ziemlich fest hier raus. Also das ist ziemlich pastig. Fühlt sich an wie,
Wie fühlt das sich an? Ziemlich reichhaltig. Ich trage mir den mal auf. Gerade hier, wo die Poren immer so ein bisschen sichtbar sind bei mir. Ich bin wirklich gespannt, ob man die Poren weniger sieht. Also der ist cremig, aber so beim Verteilen merkt man das Silikonartige. Und das verträgt sich gerade nicht mit meiner Pflege unten drunter. So ein bisschen krümelt das darum. Ich trage mir jetzt nicht zu viel auf. Ich mache das jetzt nur mal hier in dem Bereich, wo ich halt die Poren habe. Muss man dann gucken. Das kann sein, das verträgt sich halt nicht, wenn die Pflege auf Ölbasis ist und das hier auf Silikon und so weiter. Kann das sein, dass sich das nicht verträgt. Ja, schade. Ich habe gedacht, der fühlt sich ein bisschen anders da an, weil genau das mag ich an diesen Pore-Refining-Dingern nicht so gern, wenn das dann krümelt, weil das ist häufig der Fall, zumindest bei mir. Ich mache mir die Krümel mal so ein bisschen weg. Das gefällt mir jetzt gerade mal nicht so gut. Aber das liegt, denke ich, an diesem Zusammenspiel, nicht an dem Primer. Fühlt sich super seidig an. Also das, was ich jetzt hier aufgetragen habe, mega seidig. Und meine Poren sind wie zugespachtelt. Ich muss gerade so lachen. Ja, die sind wirklich zugespachtelt. Gerade hier in dem Bereich, wo das bei mir immer so ein bisschen sichtbar ist, sieht es doch sehr gut aus, in dem Bereich der Nase. Mal gucken. Ich mag das ja nicht so gerne, weil ich denke immer, die Haut kann dann nicht atmen mit diesen Silikondingern. Ich werde den auf jeden Fall noch ein bisschen testen und mal gucken. Vielleicht nur in dem Bereich immer verwenden. Mal schauen. Jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten. Jetzt kommen wir nämlich hier zu der neuen Laura Mercier Foundation. Und da hoffe ich einfach, dass ich den richtigen Farbton habe. Ich habe die 1N2 Vanille bestellt. Das ist eine ganz neue Foundation. Die soll blurren und die soll das, also das Make-up soll, steht das denn hier auch irgendwo? Nee, also die soll blurren und das Make-up soll ebenmäßig aussehen. Weightless Perfecting Foundation, Real Flawless, also die soll ein Flawless Finish machen. Und die ist ja wirklich nicht günstig, deshalb habe ich gedacht, ich bestelle die mal, dann könnt ihr euch vielleicht das Geld auch sparen. Sieht super edel aus, kommt hier in so einem Glasflakon. Ich bin ja ein absoluter Fan von dem Laura Mercier Puder, das wisst ihr ja von mir schon. Und deshalb habe ich gedacht, die Foundation, also die interessiert mich einfach sehr doll, ob die auch so gut ist. So, jetzt gucken wir erstmal farblich, könnte das passen. Sieht zumindest ganz gut aus, schon recht hell, hat einen neutralen Geruch, also riecht nach nix irgendwie so. Also ich rieche nix, ich rieche nur den Zitronenbalsam auf meiner Hand. Ich glaube, die ist ein bisschen zu hell sogar. Die Deckkraft ist ganz gut, muss ich sagen. Also die Deckkraft gefällt mir. Deckkraft ist schön, guck mal. Aber das ist schon ziemlich hell. Ich werde das nachher auf jeden Fall noch abdunkeln mit Bronze und so weiter, aber die Deckkraft ist gut. Ich habe euch mal ein kleines Stückchen näher geholt und da seht ihr das auch schon, wie hell die ist. Das mag ich ja nicht. Ich habe noch gedacht, Vanilla, die könnte sogar ein bisschen zu dunkel sein, aber nee. Ja, da hoffe ich mal, dass ich das noch abdunkeln kann. Also im Gegensatz zu meinem Hals, die ist definitiv eine Nummer zu hell. Die hätte eine Nummer dunkler sein müssen. Aber sieht super aus. Ich muss sagen, verbindet sich erstmal sehr schön mit der Haut und auch mit dem Primer scheint sie ganz gut zu funktionieren. Ein paar kleine Krümelchen sind hier noch abgegangen, aber ansonsten geht's mir. Ich sehe gerade aus wie ein Geist, Leute. Ja, aber sonst, sieht sie ganz gut aus. Ich werde die auch die Tage noch weiter testen. Also ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr unbedingt auch wissen wollt, wie die Foundation weiterhin so funktioniert, in die Kommentare schreiben. Vielleicht pinne ich euch das auch mal an. Gucken wir mal. Jetzt habe ich mir hier einmal den Bondi Bell Nude Sticks bestellt. Das passt jetzt nämlich auch ganz gut. Das ist der Overface Bronze, also das ist ein Bronzer, ein Cream Bronzer, aber ich glaube, wir machen jetzt erst den Concealer. Ich habe mir nämlich den passenden Concealer in der Farbe 2C2 bestellt, den gab es nicht in so vielen Farben mehr, der war schon relativ ausverkauft. Das ist der passende Concealer zu der Foundation. Ich hoffe, dass der jetzt nicht ganz so hell ist, so sieht der aus. Also vom Packaging sind die ziemlich gleich, aber seht ihr schon, der ist cool und das ist so ein bisschen wärmer. Müssen wir mal gucken, ob es jetzt passt. Ah, der hat einen richtig schönen Applikator, Leute. Der gefällt mir. So ein richtig schönes Füßchen. Ja, und der ist
Oh, Leute, der ist ein bisschen anders von der Farbe. Der ist eher so rosastichig oder der hat so einen Pfirsichunterton mit drin. Das ist immer so schwierig und deshalb ist das auch gut, wenn ihr meine Videos guckt und euch da was bestellen wollt. Dann könnt ihr vielleicht so ein bisschen besser auch abschätzen, ob das bei euch farblich passt. Tja, was soll ich sagen? Ich denke, der Concealer, so wie die Foundation, wird weiter wandern, wird mich verlassen. Ist nix, glaube ich. Jetzt kommen wir hier zu den Nude Sticks. Da habe ich ja schon einige Produkte hier, beziehungsweise Blushes habe ich hier, Cream Blush. Und da habe ich gedacht, ich bestelle mir mal den Cream Bronzer. Also der Concealer, nee, der ist nix, Leute. Der hat auch nicht so eine gute Deckkraft, finde ich. Ist jetzt nicht mein Vibe irgendwie. So, und hier haben wir einmal einen Bronzer-Stick. Da habt ihr oben was zum Rausdrehen. Und das Coole ist, unten ist nochmal so ein kleines Bürstchen dran, um das dann zu verblenden. Benutze ich in der Regel nicht, aber ist nicht schlecht, wenn man das hat. Bondi Bell nennt sich hier die Farbe. Nudies Matte All Over Face. Also die sind matt, das ist nicht schimmernd oder so. Ihr bekommt übrigens bei Look Fantastic ja immer, also falls hier auch neue Leute sind, maximalen Rabatt mit meinem Code. Chiquitas nennt er sich. Da könnt ihr immer auf alles sparen. Also wenn ihr euch irgendwas im Shop direkt bestellen wollt oder auch die Beauty Box, könnt ihr dann halt ein bisschen was sparen. Finde ich, lohnt sich immer. Ich nutze den auch ganz gern, um mir was zu bestellen, weil man halt wirklich einiges sparen kann. So, der Bronzer lässt sich schön einarbeiten. Ein bisschen was kann ich mir sogar noch nehmen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Ich mache mir noch ein bisschen was hier hin. Der ist schön. Auch der Farbton ist schön. Also der gefällt mir als Cream Bronzer sehr gut. Das finde ich praktisch zum Verreisen halt eben. Ich habe mir jetzt einfach mal den Nudies Bloom als Blush nochmal herbeigeholt. Den trage ich mit euch jetzt auch mal auf. Der ist auch wirklich schön. Auch hier wieder zum Hochdrehen. Den habe ich aber schon in meiner Sammlung. Und ja, trage ich mit euch auch mal auf. Also diese Face-Produkte sind wirklich, wirklich gut von Nude Sticks. Da kann man echt nicht meckern. Das ist der Farbton Cherry Blossom Babe, den ich da jetzt drauf habe. Die sind wirklich super schön creamy immer, verbinden sich super mit der Haut. Auch die Pigmentierung hier ist auch super. Also ich finde die nicht zu viel, nicht zu wenig. Man kann damit schön arbeiten, ohne dass es zu viel wird, wisst ihr. Jetzt kommt natürlich erstmal meine Laura Mercier Puder zum Einsatz. Bekommt ihr auch da im Shop. Sind meine Lieblingspuder. Also beide finde ich gut. Ich habe hier einmal das matte Puder. Das ist so ein Blurring Powder. Das gebe ich mir immer zuerst auf. Da gehe ich mit meinem Puderpinsel jetzt gerade mal rein. Da gebe ich mir das erstmal so ein bisschen immer auf die T-Zone und auf die Augen, damit das da nicht zum Ölen kommt und auch so unter die Augen so ein bisschen. Einfach mit dem Puder so ein bisschen drüber tupfen. Das ist so ein schönes Puder, kann ich euch wirklich empfehlen. Das hier ist das, da gibt es ja verschiedene, das Translucent Setting Powder Ultra Blur. Also da gibt es Unterschiede, ich kaufe immer das Ultra Blur. Und dann mein allerliebster, das hier, das ist das Celestial Light Translucent Loose Light Catcher. Und da sind so ein paar Schimmerpartikel mit im Puder drin. Also ganz, ganz fein gemahlenes, glänzendes Puder, sage ich jetzt mal, was dann eben so einen schönen Glow gibt oder eben halt den Glow jetzt zum Beispiel hier auch von dem Blush erhält. Ja, und ich muss sagen, auch das Puder passt sehr gut mit der Foundation zusammen. Also das verträgt sich, muss ich ja vertragen. Ist ja eine Marke. Ich denke mir immer, was von einer Marke kommt, muss ich auch irgendwie miteinander vertragen, gell? Und das macht das auf jeden Fall. Und ihr habt hier noch, seht ihr diesen Glow, oder ich habe jetzt vielmehr diesen Glow noch von dem Blush und so. Also das ist jetzt nicht abmattiert komplett, sondern nur in der T-Zone abmattiert und der Rest ist so ein bisschen glowy. Und das finde ich immer super schön an den Laura Mercier Pudern oder an dem Puder, dass das so toll die Haut macht. Das gefällt mir. Das nächste Produkt, was ich mir neu mitbestellt habe, ist auch ganz, ganz neu bei Look Fantastic im Shop, ist von Revolution der Fluff, das Fluffy Brow Duo. Ja, genau, das habe ich mir in der Farbe Ash Brown bestellt. Will ich jetzt mal gucken, ob der Farbton passt. Das ist ein Augenbrauenstift. Ja, und der hat auf der einen Seite eine richtig coole Mine. Ganz, ganz fein. Da kann man wohl feine Härchen mit einzeichnen. Und auf der anderen Seite eben halt ein Augenbrauengel. Deshalb, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das ist und ob das farblich zu mir passt. Sehr krasse Mine. Also, die habe ich so noch nicht gesehen. Finde ich super spannend. Ich bürste mir jetzt erstmal meine Augenbrauen aus, denn da ist lauter Puder mit drin. Und dann gucken wir gleich mal. Es rieselt immer wie Schnee hier runter, bei euch auch. Ich habe euch jetzt mal noch ein bisschen näher geholt. Und jetzt will ich mal versuchen, mit dieser
ganz feine Miene, hier feine Härchen reinzuzeichnen. Ich guck mal, ob das klappt. Oh, das klappt richtig gut, Leute. Man darf nur so ganz, also man darf nicht so fest aufdrücken. Wirklich nur so ganz locker drüber gehen. Oh, das klappt wirklich gut. Guck mal, man sieht schon einen Farbunterschied. Frag mich nur, wenn der jetzt mal nicht mehr so spitz ist, wie man den wieder spitz bekommt. Das ist nämlich bei dem von Dominique Cosmetics. Der hat auch so einen schönen, aber der hat hinten so einen, wie soll ich denn sagen, so eine Feile drin, wo man das Ganze, ich benutze wahrscheinlich einfach diese Feile, um diesen hier wieder so spitz zu bekommen, weil das ist bei Dominique Cosmetics ganz cool. Geht man mit dem Augenbrauengel einmal durch, da bin ich gespannt, ob das auch so gut ist und dann kann man sich das schön zurechtkämmen. Und der ist auch gar nicht teuer von Revolution. Mir gefällt das Ergebnis. Also den finde ich richtig gut. Den kann ich euch empfehlen. Wie gesagt, der heißt Fluffy Brow Duo. Ich verlinke euch das aber auch alles nochmal. Plate Pencil, so nennt sich das. Jetzt kommen wir mal zu den Augen. Und da habe ich mir von Urban Decay zweimal den Moon Dust bestellt. Leute, das hat mich so angefixt. Und ich glaube, wir verwenden jetzt den Space Cowboy. Das ist nämlich der, den jeder so hat, das sind wirklich Hype-Produkte und ja, wir gucken mal, das sind Sparkling Eyeshadows, ich habe den Rosé und das andere ist so ein Champagnerton, richtig schönes Packaging und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich das einfach hier aufs Lid drauf gebe, als erstes swatch ich die Farben aber mal, ich zeige euch nochmal von Namen, wie das geöffnet aussieht, wunderschön, fühlt sich auch krass an, erinnert mich von der Textur so ein bisschen an Luna Beauty. Und ich zeige euch das jetzt mal. Wow. Sehr schön. Also sehr, sehr schön. Das ist einfach wie so ein Glimmer, den man sich aufs Auge macht. Also es ist wirklich wie so ein Sternenstaub. Sehr schön. Und ich benutze heute, also den roséfarbenen benutze ich jetzt nicht. Den habt ihr jetzt auch gesehen. Ich benutze den Moon Dust. Den gebe ich mir jetzt einfach aus Lid drauf. Boah, ist der schön. Ohne Primer, ohne alles. Einfach so ein bisschen aufs Lid. Das ist perfekt für den Alltag, gell? Wenn man nur so ein bisschen Schimmer auf dem Auge haben will. Das ist ganz zart. Dem werde ich oft greifen. Das weiß ich jetzt schon. Den seht ihr bestimmt gar nicht richtig. Ich komme gleich nochmal näher und dann könnt ihr gucken. Guck mal, das ist der Moon Dust aufgetragen. Also wirklich nur so ein bisschen Schimmer, mehr ist das nicht. Einfach so ein bisschen Glimmer viel mehr. Jetzt kommt noch Mascara, da habe ich hier die L'Oreal Panorama, die habe ich aber schon länger. Und die möchte ich einfach in dem Video nochmal benutzen, dann seht ihr die auch nochmal. Also ich mache nichts Tolles heute hier mit meinem Look, gell? Die Panorama-Mascara bekommt ihr auch im Shop bei Lookfantastic jetzt. Die sieht so aus, also die hat ein Gummibürstchen, aber das ist nicht ganz so flexibel und die hat so richtig schöne Zacken dran, und um jede Wimper zu greifen. Also die hat mehrere verschiedene Zacken in verschiedenen Größen und greift dann halt auch wirklich jede Wimper. Ich finde die richtig, richtig gut, die Panorama-Mascara. Und da tusche ich mir jetzt erstmal die Wimpern. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Panorama schon in einem Video hier gezeigt hatte. Ich habe sie auf jeden Fall auf Instagram schon mal gezeigt und ja. Das ist die Panorama-Mascara mit einer Schicht. Die gefällt mir mit einer Schicht schon so gut und ich mache jetzt noch eine zweite zusätzliche Schicht. Und das ist die Mascara mit zwei Schichten. Ich finde, die fächert so schön die Wimpern auf und also für meine Wimpern finde ich die sehr gut. Muss halt jeder für sich gucken, ob das passt. Ich finde, bei mir sieht das schön öffnend aus. Jetzt fehlt mir doch noch so ein bisschen Blush irgendwie. Ich nehme jetzt nochmal den Blush hier und gebe mir den so ein bisschen hinten auf den Schwamm drauf. Und dann gehe ich jetzt einfach mit dem Blush nochmal so ein bisschen hier drüber. Und das funktioniert auch auf Puder hiermit sehr gut. Aber ich finde, da muss man das dann aufs Schwämmchen drauf machen. Die Augen sind fertig, das Gesicht ist auch fertig. Jetzt habe ich noch einen Lippenstift, den ich mit euch testen möchte. Und zwar von NARS, den Power Matte High Intensity Lip Pencil. Die sind auch ganz neu und da habe ich mir die Farbe Bohemian Rhapsody rausgesucht. 181, ich bin gespannt. Das war sehr schwer zu erkennen von den Farben, welcher mir denn gut gefallen könnte. Und ich habe mich hier für so ein Rotbraun entschieden. Ich hoffe, dass das schön aussieht. Das sind solche Stifte. Ja, wie kriegt man die? Muss man die anspitzen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke, dass man die spitzen muss. Das sind Crayons. Ja, ich swatch euch das erstmal hier auf der... Wow, Leute, ach du Scheiße, malen die gut. Entschuldigung, die malen ja richtig gut. Das ist so ein mattes, also ein semi-mattes, finde ich. Guck mal, was eine schöne Farbe.
Okay, ich bin gespannt. Ich glaube, der könnte gut halten, weil der geht schon kaum mehr ab hier von meiner Hand. Bin ich jetzt gespannt. Oha. Das ist einmal die Lippenfarbe Bohemian Rhapsody. Okay, also gefällt mir sehr gut. Ich habe irgendwie gedacht, der wird viel heller sein und gar nicht so intensiv. Das ist eine sehr schöne, intensive Farbe. Ich finde das einen perfekten Herbstton. Also ganz ehrlich, den finde ich richtig schön für den Herbst. Aber auch so für Weggehen oder so. Ein richtig schöner Lippenstift. Die sind auf jeden Fall richtig, richtig gut. Shiseido, also NARS gehört zu Shiseido anscheinend. Das wusste ich auch noch nicht. Habe ich jetzt gerade das erste Mal gesehen. Ja, ich gebe mir jetzt noch ein bisschen Setting Spray drüber. Ich muss nur gerade mal gucken, welches. Ich habe hier so ein koreanisches gerade liegen. Das benutze ich, das All Day Tight Make-up Fixing Spray. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ihr Lieben, das ist einmal mein fertiger Look. Ich würde sagen, ein Tags-Make-up-Look mit speziell betonten Lippen. Also das Lippenprodukt gefällt mir richtig gut von NARS. Sehr schön, dass die Farbe. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die Farbe findet. Ich finde, die steht mir gut und die kann ich öfters tragen. Gefällt mir mega. Also mir haben alle Produkte gut gefallen aus dem Video, bis auf der Concealer, die Farbe. Die fand ich jetzt furchtbar. Und ich fand jetzt auch die Deckkraft von dem Concealer nicht so gut. Also das würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen. Die Foundation ist wirklich schön. Die macht auch schön flawless. Aber ich denke, es gibt bessere. Also ich würde die jetzt auch nicht zwingend empfehlen. Also das ist jetzt keine, die man unbedingt braucht. Es ist halt ein schönes Packaging und so weiter. Wenn man die richtige Farbe hat, bestimmt. Also ich hätte die in einer anderen Farbe kaufen sollen. Aber also ja, meine Base sieht ganz gut aus. Dadurch, dass die jetzt aber ein bisschen zu hell ist, die Foundation, wirkt das halt also ziemlich, ja, ziemlich weiß jetzt bei mir. Ich glaube, das trübt so ein bisschen meinen Eindruck. Ich müsste die halt nochmal in einer anderen Farbe haben, weil sonst sitzt die gut. Also die sitzt sehr schön mit dem Primer unten drunter, der die Poren so ein bisschen verschwinden lässt. Sieht das wirklich bei mir hier ebenmäßiger aus, wie es sonst aussehen würde. Also das passt schon gut, auch mit dem Puder in Verbindung. Die Puder von Laura Mercier kann ich euch eh empfehlen. Also müsst ihr gucken. Also ich finde die jetzt nicht schlecht, die Foundation. Müsst ihr halt gucken, ob ihr das Geld dafür ausgeben wollt. Ansonsten könnt ihr auch mit meinem Code ein bisschen was sparen. Ich finde doch, das sieht schon schön aus. Also ich kann ja mal näher kommen und ihr guckt euch die Poren mal an, weil das sieht ganz ebenmäßig hier in dem Bereich aus. Von daher, also ich finde, es sieht schon schön aus. Also hier setzt sich das so ein kleines bisschen ab. Aber ansonsten, also ich bin wirklich zufrieden. Was ich sehr gut finde nach wie vor, sind die Face-Produkte von Nude Sticks. Also bei Look Fantastic bekommt ihr richtig viele Farben und alles. Und da kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr noch so Cream-Produkte sucht, die wirklich funktionieren, sich einfach verblenden lassen und so weiter, testet die mal aus. Also gerade hier diese Farbe von dem Bronzer fand ich sehr schön, Bondi Bell. Und das ist die Farbe Cherry Blossom Babe von dem Blush. Also verlinke ich euch aber auch. Die finde ich richtig gut, da gibt es nichts zu meckern. Diese Moondust-Dinger von Urban Decay finde ich auch gut. Also ich finde das sehr schön so für so ein Tages-Make-up-Look. Aber ob man das, also ich sage es euch ganz ehrlich, ob man die unbedingt zwingend braucht, weiß ich nicht. Wenn man die Luna Beauty Palette hat, diese Nude Palette, dann sind so ähnliche Töne da drin. Das ist halt so ein Glimmer fürs Auge, sag ich mal. Wenn ihr nur sowas sucht, dann als Mono, dann ist das auf jeden Fall super. Wenn ihr aber so eine ganze Palette wollt, wo mehrere solche Töne drin sind, dann holt euch die Luna Beauty. Ich finde die wirklich sehr ähnlich. Ich kann euch die Palette ja mal einblenden, welche ich meine. Die bekommt ihr bei Purich. Doch, ich finde die schon schön. Aber ich weiß nicht, ob man die zwingend braucht, wenn man so ähnliche Paletten hat, wo solche Töne drin sind. Es ist schon was Besonderes, das hier. Weil man das halt auch einfach so übers Auge und also ich finde, das sieht sehr schön aus. Ich glaube, im Sonnenlicht würde das toll aussehen. Wir haben nur leider keine Sonne. Und ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wenn ich euch eine Farbe empfehlen müsste, dann wäre das auf jeden Fall hier der Moondust, glaube. Der andere hat mich jetzt, also der hat auch weniger Glimmer drin irgendwie. Der Moondust ist viel, viel intensiver meiner Meinung nach. Also den finde ich schon gut, aber muss man nicht machen. Die Lippenprodukte, ja, die finde ich gut. Das von dem NYX kann ich ja jetzt noch nichts sagen, wie das auf den Lippen ist. Ich denke aber, der wird genauso wie der Honig sein. Das ist halt einfach wegen diesem Lemon-Duft. Wen das interessiert, wer da drauf richtig Lust hat, der ist hier auf jeden Fall gut bedient mit Limonenduft. Das ist sehr schön und sehr erfrischend irgendwie so vom Duft. Und dieses Lip Glowy Balm finde ich nach wie vor auch sehr gut. Meine Lippen sind halt jetzt unter diesem Lippenstift hier von NARS sehr gut gepflegt. Also dadurch sieht das jetzt auch nicht trocken oder irgendwie rissig oder sonst irgendwas aus. Ja, das hat schon gut funktioniert zusammen. Und ja, halt eben für die Handtasche ist das gut, um sich da die Lippen zwischendurch mal
zu pflegen. Da ist das auf jeden Fall super. Und von Revolution, dieser Make-up Revolution Brow, wie hieß der denn jetzt nochmal? Ich weiß nicht, ich habe die Verpackung eben gerade weg. Auf jeden Fall, der Augenbrauenstift ist auch sehr gut. Also ich finde den wirklich gut. Ich finde, der hat die Augenbrauen schön gemacht. Und fest ist das jetzt nicht geworden. Das ist wie so ein, wie soll ich das denn sagen? Das fühlt sich sehr natürlich an. Das fühlt sich an, als wäre nichts drüber. Es ist jetzt nicht so fest geworden, wie ich dachte, dass das irgendwie bretthart ist oder so. Das ist noch elastisch hier alles. Jo, echt braun könnte tatsächlich auch vielleicht so ein Tacken zu dunkel für mich sein. Ihr könnt es ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Ja, sonst waren die Produkte eigentlich ganz gut. Also so im Großen und Ganzen war jetzt auch kein Flop mit dabei, außer für mich wegen dem Farbton. Eben der Concealer und die Foundation, das waren jetzt für mich farbtechnisch leider Flops gewesen. Ich weiß nicht, die Foundation ist halt schon, das ist ein Tacken zu. Vielleicht mische ich mir die irgendwie. Es gibt ja auch, glaube ich, so Darkening Drops. Vielleicht gucke ich mal, dass ich sowas finde und mir die mische, weil das ist eigentlich viel zu schade. Ich würde mich jetzt bei euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr hier wart, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video war irgendwie interessant für euch, dass wir das jetzt so ausgetestet haben. Es war jetzt halt einfach so ein kleines Testvideo mit den Neuheiten. Ich finde, da waren sehr spannende Sachen mit dabei. Da sind sehr spannende Sachen mit dabei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches der Produkte ihr unbedingt ausprobieren müsst oder vielleicht auch schon ausprobiert habt. Ihr seid ja auch immer schnell mit Neuheiten. Und ja, da bin ich gespannt, von euch zu lesen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Für Informationen schaut in der Infobox vorbei, da ist alles verlinkt, inklusive meinen Rabattcode. Und jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far.